Willkommen hier bei Cattle on Cops, bei der Maisernte für die BGH. Ich fahre jetzt gleich hier den Häcksler. Ich hatte anfangs den Traktor gefahren. Ich glaube zweimal, ne einmal sogar nur. Ne, zweimal. Und jetzt sollte ich hier den Mais, den Häcksler fahren. Wir sind ja fast fertig. Und Anhänger ist fast voll. Da gleich wir hupen. Der Bruder. Die Aufgabe vom Häcksel ist fertig. Also nach dem Ton. Aber ich soll noch den Rest fertig machen. Eins. Zwei. Das ist Hupen, muss man sich merken. Nicht so einfach. Weil die ist ja mit mir auch nicht abgesprochen, wie die Zeichen sind. Ne? Das ist ja. Also das Hammer Hupen, dann ist ja. Also Hupen erste Mal ist er praktisch fast voll und beim letzten Mal Hupen, dann ist er voll. Ne? Ja. Donnerstag. Ich muss ein bisschen gucken. Ich möchte ja eigentlich die Folgen jetzt zum Freitag die Szenario fertig haben. Wenn es die Länge passt. Also wenn nicht, machen wir am Samstag nochmal eine Folge. Mit dem Szenario, ne? Ist ja halt dann so, ne? Soll ja auch alles in aller Ruhe passieren, nicht im Stress. Was ist denn, Junge? Kommst du nur oder kommst du nicht? Ja, er kommt. Hat auch keinen Bock mehr, ne? Fällt fertig machen, ne? Das machen wir noch fertig. Hoffen wir mal, dass wir alles raufkriegen bei dir. Jetzt mache ich aber anders. Dann haben wir fertig. Das fällt jedenfalls. Mal schauen, was dann noch für Aufgaben auf einen zukommen. So, es hat super geklappt. Fahre den Häcksler zurück zum Unternehmer, sobald du fertig geerntet hast. Dort wartest du gleich nächste Woche für dich. Da verdichtet das Silo. Aha. Also, erstmal fertig machen, ne? Und dann geht's zurück zum. Ja. Lohnnehmer. So. Wir sind fertig, Junge. Wir sind hier erledigt. Aus, Maus. So, N. Lassen wir automatisch fahren, ne? Genießen wir die Innenansicht. Der Spiegel ist gut. Der ist, naja, bescheiden. Passt nicht ganz. So gesehen schon. Na gut, man muss ein bisschen gucken, ne? Ganz dicht geht's, aber das ist ja nicht realistisch, oder? Na gut, können wir gucken, so lassen, ne? Ja. Jetzt wollen wir verdichten. Dann machen wir nicht gleich. Mit unserem kleinen Fahrzeug.
So, wir schalten mal aus. Fahren wir selber. Und fahren vom Schuppen. Normalerweise muss er erst dann gewaschen werden. So. Bremse. Aber wir erst ausschalten, ne? Der war ja eh schon spritknapp, ne? Obwohl, ich glaube nicht, dass er die Benzin haben will. Das ist eher ein Kollege, das Lodolins hat schon das Silo verdichtet, während du gewechselt das abgefahren hast. Und aber der letzte Anhänger wurde eben abgekippt und du musst den Haufen noch auf den Silo verdichten. Auf geht's zu BGH. Mein Computer kocht gerade. Was macht er gerade? Muss aber beim nächsten Mal den zweiten Motor anmachen und mal schauen, was da so heiß ist, ne? Die Grafikkarte. Hast du schon mal gefragt, warum der Mais festgefahren wird? Wenn man den Mais einfach nur abkippt, dann hält sich nur wenige Tage. Der Landwirt braucht aber das gesamte ganze Jahr über Maislage, um Tiere oder BGH zu füttern. So muss der Mais haltbar gemacht werden. Das geschieht durch den Silierprozess. Der Einsatz, wenn das Silo nach der Ernte zugedeckt wird. Das ist so ähnlich wie Sauerkraut. Oder genau das gleiche. Ja, das ist so. Luftabschluss kommt auch noch hinzu. Und dann ist es irgendwann der Tank ist auch nicht so berauschend, ne? Hat er schön Tank? Das geht noch einigermaßen. Fahrt zu BGH. Das machen wir jetzt. Haben wir so Straße? Autos kommen ja keine. Links nichts. Rechts hat noch keine gesehen. Das war ja knapp. Kommt schon der Kollege. Abgekippt, ne? Hätte auch gleich verdichten können. Automatisch. Seh. Aber so ist das halt, ne? So dürfen wir auch mal machen, verdichten ein bisschen. Ich wäre jetzt rechts abgebogen. Wäre ich Umweg gefahren. Ja, ich schaue mal auf die Folgenlänge ungefähr, dass es ungefähr passt. Zu lang ist nicht gut und zu kurz ist auch nicht schön, aber wie gesagt, das ist ja Algorithmus von YouTube geschuldet. Wenn Videos recht lange geschaut werden, dann ist auch entsprechend die Vorschläge da für weitere Zuschauer. Und wenn ein Video nur kurz angeklickt wird, warum auch immer, bei extrem langen Videos ist äußerst negativ. Algorithmus. So, wenn die Folgen normal länger sind, 15 und 20 Minuten, dann ist das okay. So, ausmachen. C. Also, um das Silo zu verdichten, musst du mit deinem Stapel rüberfahren. Jedes Kilo Gewicht, das dein Gespann auf die Ware bringt, hilft den einzelnen Silagefasern so eng wie möglich zu parken. Die BGH hat eine Silo-Walze, den wir anstelle des Heckgewichts benutzen dürfen. Sie gewährleistet eine hohe Radlast bei geringer Abstandsfläche und somit einen hohen Druck, auf der sich auswirkt. Senke den Silo Heckhydraulik ab, damit die Walze auf die Massen diesen Druck ausüben kann. Achte vor allem darauf, dass die Räder des Fahrsilos gut verdichtet sind. Die Ränder. Wo ist das gute Stück? Ah, da.
Ja, das letzte Szenario, das will ich noch fertig machen. Und dann können wir die Karriere starten, ne? Ob wir dann genug XP haben für unsere Karriere halt. Hey. So. Jetzt. Von Geisterhand, ne? Wer hebelt in drinne irgendwo? Ein bisschen die Kontrolle ist hier schwierig, also er bremst nicht sofort, ne? Das Wasser aufgefüllt. Wir fahren jetzt Richtung Silo. Bei 40%, dann hat der Kollege aber nicht viel verdient, ne? So. Wir müssen hinten abdecken, das heißt. Beim LS wäre es jetzt scheißegal, wo du fährst, Hauptsache du verdichtest, ne? Und hier ist das, glaube ich, ja, gar nichts passiert. Ach, neuer Text. Destillieren erfolgt ohne Sauerstoff. Daher wird der Mais mit der Luftschicht abgeschlossen und einige Tage bzw. Wochen in Ruhe gelassen. Je weniger Luft bzw. Sauerstoff im Maishaupt ist, umso besser verläuft das Destillieren. Mit der Walze wird damit Luft aus dem Silo gedrückt. Daher wird das Maissilo auch immer nur in kleinen Schichten befüllt und dann erst wieder festgefahren. Denn die kleinen Schichten lassen sich einfacher verdichten als größere Schichten. Wenn alles gut läuft, ist der Mais danach haltbar und kann das ganze Jahr über verfüttert werden. Ja, stimmt, das ist so wie Sauerkraut. Gleicher Prozess. Die Luft muss raus durch Druck und das ist hier ein langer Prozess. Prozent. Na gut, arbeiten wir uns mal Stück für Stück vor. Hauptsache, wir müssen noch das ganze Zeug reinkippen, das wird lustig. Beziehungsweise nicht lustig, weil die Steuerung nicht so perfekt ist. Also mit Maus und so, das ist nicht mein Fall. Dann muss ich mit draußen auffahren, dichten. Dann wollen wir mal gucken. Denn hat sich noch nichts verändert mit 40%. Die Breitreihe von Traktor wäre nicht schlecht. Der K700 war früher ganz gut. Ich habe die nötige Größe gehabt, hohes Eigengewicht und aber heute haben sie andere Fahrzeuge, ne? Wo den K700 produzieren sie heute auch noch mit Mercedes Motor, soweit ich weiß. Wie gesagt, für große Felder. Kann ganz gut arbeiten. Junge,
kann lange Arbeit werden hier. Dann fahren wir mal runter, ne? So. So. Der Professor sagt, nachdem das Silo fertig ist, wie schon eben beschrieben, wird der Plan dazu gedeckt und beschlossen. Aha. Das geht hier automatisch. Decke das Silo ab, ja, wie das wieder passiert. Das ist eine gute Frage. Übersicht, Füllstand. Na, gut. Das hätten wir haben können, ne? Also lesen, klar im Vorteil, ja klar. Lichter befahren auch die Plan, okay. Gut gemacht. Jetzt hat er meist Zeit zu gehen, etwa 2 Monate. Das heißt, für dich heißt es ab nach Hause. Vergiss nicht, die Silo-Walze sich hier zu lassen, sonst war es halt mit dem Freundschaftsdienst. Wieso? Ich habe doch hier gearbeitet. So. Aber die kann er gerne hier behalten. Brauche ich gar nicht. Gut für meinen Silo vielleicht. Ja, okay. Aber er weiß ja, wo ich wohne, ne? Aber, wie schon, das soll es auch schon für heute gewesen sein. 10 Seiten mal tschüss und ciao. Gute Frage, ne? Ist das nun fertig oder nicht? Dann mache ich kurz Pause und dann hole ich euch gleich wieder ab. Bis nachher und ja, bis nachher. Bis später, ne? Tschüss. Und dann geht's noch weiter. Denk mal, das ist gleich nur ein kleiner Rest und dann sind wir fertig. Letzten Meter am Hof noch fahren und sicherlich den Traktor abstellen und dann mal schauen, ob wir da jetzt was warten müssen und dann, na, wir gehen mal zum Hof, also zum Haus, dann kommt garantiert, dass wir jetzt noch Dings machen müssen, ne? Jetzt schauen wir gleich, was da jetzt die Meldung kommt, ob wir da jetzt was erledigen müssen. Mal schauen. So, ja, Oktober, November. Das heißt, ich sag mal jetzt mal tschüss und ciao. Weil nächste Folge machen wir mit der Befüllung der Biogasanlage. Ja, schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's dann hier weiter, hier bei Kettle und Kops. Tschüss.